Hey, und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Ja, wir sind wieder hier und ja, heute geht's tatsächlich vielleicht ins Finalturnier mal. Ich meine, wir hatten so viele Zwischendinger jetzt. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt kämpfen darf. Das ist unser Team. Inteleon, Lecryodon, Cramor, Sanaconda, Smogmog und Infernopod. Und damit werden wir ins Turnier einziehen. Mal gucken, wer unser erster Gegner ist. Auf geht's. Es wird spannend. Na dann. Gucken wir mal, was ist. Und da sind wir wieder mit dem langersehnten Status für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf treffen die zwei folgenden Trainer aufeinander. Hubex, der berühmte junge Hoffnungstrainer des Champions. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Okay, Kate. Okay. Du bist sehr viel stärker geworden, seitdem wir im Stahl von Kilton gekämpft haben. Der ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen und dann schloss ich dir den vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deswegen werde ich auch mit deiner Macht kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spülen. Das ist mal eine gute Ansage. Schaffst du es noch? Kate. Einer den Kate-Wort heraus. Tektras. Da bin ich mit dem Tellion gar nicht mal so verkehrt. Tatsächlich, weil ich Luftschnitt habe. Sahne wird enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspielen. Level 51 starten wir. Ich bin überlevelt, leider. Überrumpler, das war eh klar. Das wird auch wehtun. Aber damit wirst du jetzt auch abhauen wieder mal. Bis später. Gold King. Hast du Hornbohrer oder irgendein Blödsinn? Ich würde dich so einschätzen, tatsächlich. Mal gucken. Ich werde mal eine Kehrtwende auch hier machen. Mal gucken, was jetzt für ein Blödsinn kommt, aber ich werde mal Kramer rausholen. So. Wasserring. Ich bin Fisch. Ich bin sowas von Fisch. Kate Middleton. Also, ne? Feuerschnabe. Kaskade. Sehen wir jetzt auch mal. Das hat nicht viel Damage gemacht, Gold King. Warum hast du überhaupt einen Gold King? Why? 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 Na, immerhin, jetzt ist hier die Top-Genesung nicht auf Tektos. Das ist immerhin schon was wert. Wenn es Gold King ist, dann. Das müssen Free-Hit-Kill sein, ne? Hätten wir Sturzflug, hätten wir wahrscheinlich 2 Hits hier. Aber mit Wasserring. Ja. Was soll's. Das war ein Krieg, dankeschön. Aber auch nicht. Naja. Level 56 für Infernopod. Barakiefer. Lecryodon, komm, lad dich ein, hier in den Kampf hinein. Oh yeah! Lecryodon. Kiefer, Kaffee. Ja, ich tue doch, sorry. Warum nicht? Machen wir mal ernst hier. Leg Grödon heraus. Hau raus den Lachs. Ich hab Rotz in der Nase. War Kiefer
Schlagbohrer kann. Hm. Interesting. Aber du bist reiner Wassertyp. Ich muss drauf gehen und ich habe jetzt auch noch Elektrofeld hier. Also, ne? Also jetzt war man 10 Kate Middleton. Ja, ich weiß nicht, warum ich so nenne, aber... Sanaconda, Level Up. Tektas. Jetzt sagen wir mal deinen ersten Druck. Dein Überrumpler. Mehr Gewitter, bitte. Und ciao. Pelipper. Oh, ich habe eine Runde zu früh ist eingesetzt. Naja, kann man auch noch machen. Es nieselt. Und ich habe das Elektrofell. Ah. Könnte noch nützlich werden. Und das ist jetzt mal schon mal das ein, was mir gleich zu Verhängnis wird, wenn die Rücken ist. Aber dieses Kamarm ziemlich. Stark. Ist es Giga Dyna Kamarm mittlerweile? Wahrscheinlich, ne? Und ich gehe jetzt mal. Ein Pokémon, das Beste kommt zum Schluss. Kamarm. Ja. Und ich gehe jetzt wieder zurück. Komm mal. Und sie so, oh ja. Schauen wir mal. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Giga Dynamaxiere dich. Das ist ein bisschen schön, das ist eigentlich schon in einem Raid Fang probieren wollen, aber es ist mir leider weggelaufen. Das ist ziemlich schade. Brocken, das wird mich Dyna töten. Ich hatte recht. Sorry. Jetzt haben wir Sandsturm und Electric Terrain. Okay, immerhin können die hier Pokémon killen. Inteleon muss nochmal raus dafür. Vielleicht ist Inteleon schnell genug, hoffentlich, gegen Rückenmutieren zu kommen. Schauen wir mal. Nein. Autsch. Immerhin habe ich jetzt zwei Runden rausgeholt. Das Elektroterrain ist wieder verschwunden. Aber Sanaconda wird sich hier wohlfühlen. Im Sandsturm in einem Turn noch. Dann werde ich einfach nur einen Schlagbohrer rausholen. Hier, nimm dein Geschenk von uns, nimm das. Dann willst du deine Giga-Attacke, Giga-Geröll. Tatsache. Wow, das reicht sogar. Im Sandsturm. Hat mich jetzt verwundert. Es ist eine Wasserattacke, die bisschen Steine raushaut. Also. Okay, das ist schon eine Herausforderung. Müsste sehe ich jetzt nicht wieder zurück. Entwickeln. Dankeschön. Entwickeln vor länger. Zurück zu Kamarm halt, ja. Perfekt. Na dann. Hoffen wir das Beste. Felsgrab. Mach immer hinter mir Job. Gut. So viel steht fest. Ich möchte keinen Beleber eigentlich einsetzen. Deswegen möchte ich hier bleiben so. Aqua Durchstoß. Also geht rum. Aber Grammar bleibt hier. Jetzt nochmal ein Defense Boost wäre nice. Der Sandsturm legt sich, okay. Zumindest ist gut für Galar. Smogmog. Also ja.
reicht das? Es reicht nicht, weil Überreste sind schön. Aber das reicht auch nicht. Aber jetzt steigt die Defensive erst. Oh Mann. Ich hab doch auch eine Heilung, wenn du eine Heilung angesetzt hast. Ne? Hat sich jetzt das gelegt gerade? Der Rückenwind? Nee. Okay. Sorry, Kramer. Smogmog. Du bist gebraucht. Ich werde nie wieder zu früh Dino Maxim. Aquadurstoß. Reicht nicht, aber es reicht das hier. Jetzt damit ist dieser Kampf entschieden. Kate wurde besiegt. Aber du hast mich an die Rande einer Niederlage gebracht, muss ich schon sagen. Ich fasse nicht, dass du den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davongetragen. Hubex hat gewonnen, das hat er schon wieder geschafft. Er hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena-Challenge. Mein Partner hat mit Dynamax ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genutzt. Die Wogen haben sich gelegt und du stehst noch immer hier. Fest wie ein Fels in der Brandung. Da, ich gebe dir wieder ein, wie begeistert seine vor einer Zeit von dem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich ihr damals besser zuhören sollen. Ja, spätestens jetzt sollten alle Leute in Galar völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause, danach wenden wir uns wieder mit unserem zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Ah, guck mal an. Ness hat gegen Kabu gewonnen. Ah. Roy hat gegen Yao gewonnen, das war ja klar. Eigentlich Sider gegen Mac, weil Typenvorteil, okay. Okay. Roy gegen Ness. Ist auch interessant, dass Ness gewonnen hat, tatsächlich, in der Runde. Ich hätte Cabo mehr zugetraut, tatsächlich. Aber okay. Wieso kann das nicht hier stehen? Das wäre so episch. Naja. Ich bin wieder geheilt. Na gut. Was haben wir hier bekommen? Also das habe ich noch gefunden, ne? Okay. Ja, ne? Also. Das war schon mal ein Kampf. Der hat 12 Minuten gedauert, oder? Also vielleicht schaffen wir noch den ein oder anderen Kampf, bevor nächstes Mal. Mal gucken. Gegen wen kämpfen wir jetzt? Gegen die Kampftante, ne? Huh. Das wird auch schwierig. Habe ich eine Psycho-Attacke, die irgendwer lernen könnte? Das wäre noch vielleicht eine überraschende Aktion hier zum Schluss. Kein Psycho-Beißer. Schlammwoge, den Kopfstoß könnte Sanaconda lernen. Schauen wir mal, ob was anderes noch zur Verfügung steht dafür. Psychoschock kann auch keiner lernen. Ich glaube, wenn Psychoschock keiner lernen kann, ist Psychogenese gleich sein. Ja. Salakonda können noch Erdbeeren werden. Aber das lasse ich mal. Schmarrn kann echt auch keinen Land schaden. Zen Kopfstoß wäre das einzige, was ich machen könnte. Dann ist halt nur die Frage, was wir verlieren müssten. Weil Sanaconda eigentlich ein gutes Moveset. Ich meine, Feuerzahn können wir immer wieder lernen, ne? Oder? Das ist ja Gras-Typen, aber Gras ist ja nicht so wichtig, deswegen will ich den Kopfschuss lernen.
Einfach weil. Warum nicht? Es hilft dir nichts. Wir brauchen irgendeine Psychoattacke noch, um uns hier abzusichern. Na dann. Ab gegen Cider, oder wie sie hieß, ne? Cider. Und dann wahrscheinlich Roy. Was einfach nochmal passend wäre. Wir starten nur die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Weiter geht es in der ersten Runde des Kampfes. Mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Hubex sich mit einem unerwarteten Kampf gegen Betis durchsetzen und hat selbst Arena-Leiterin Kate bezwungen. Wird er seine Siegesserie fortsetzen? Nicht, wenn es Cider, dem Wunderkind des Galar Karate, geht. Ein Riesenapplaus bitte. Ich werde diesmal, wenn meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. Ich finde das cool, das Konzept. Aber prinzipiell ist es ja auch eine Top 4, nur vorher musst du noch gegen deine Rivalen kämpfen. Arena-Leiterin, sei noch ordentlich heraus. Rest bei dir. Das muss genau erstmal aufdrehen. Nicht schon mal besiegt, aber jetzt zeige ich dir, was ich wirklich drauf habe. Ich sollte nicht zu früh das machen. Wunderdampf. Sprungfehler. Ich frage jetzt, ob ich Wunderdampf einsetze oder Toxin. Kampfattacke. Kampfflugattacke, würde ich sagen. Na, bin ich hier der bessere Stelle, ne, hier. Egal, ich werde trotzdem mal Wunderdampf einsetzen. Mal schauen, was für Sprungfeder. Also Sprungfeder, ich bin nur Flug. Egal, bitte nicht paralysieren. Dankeschön. Wunderdampf. Gut. Hat schon mal gereicht. Smogmog Level 56. Memento Mori? Nein. Kaokto. Bitte nicht Kaokto, Herr. Na komm, bleiben wir mal hier dabei. Wunderdampf wird hier meine Waffe werden. Wow, was hat's überlebt? Octoklammer. Kann aufgrund von Octoklammer nicht entkommen. Ja, aber. Und es sinkt meine Verteidigung mit meiner Spezialverteidigung. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Fringe bitte. Also ist ja egal, weil. Macht ein bisschen was. Ich habe es so realistisch auf Anime-Basis Windsaurer versucht einzusetzen, um zu entkommen von der Hauptklammer. Aber es senkt jedes Mal meine Defensivwerte, das ist krass. Wunderdampf. Drama Level 56. Lauchzelot, sie hat eh noch immer eins. Aber ich werde jetzt diesmal mal wechseln, um Smogmog ein bisschen wieder fitter zu bekommen. Also ich werde auf meinen Sanacon packen. Angela Sanaconda. Wenn wir gleich mal ausprobieren, wie der Zen-Kopfstoß hier abgeht. Ziemlich. Das reicht ein krasses ein Häppchen nicht, aber ich bin zurückgeschreckt
felsenfest erhöhte Initiative. Aber das sollte mir, glaube ich, egal sein. Weil wir jetzt einfach Body Press ansetzen. Laubklinge. Au. Aber macht gerade nicht die Hälfte. Das ist immerhin gut. Aber auch genau so. Ne? Nice. Legios. Smogbock. Kann Legios. Ne, jetzt wird er wieder Machomai haben. Legios und Machomai dann noch wahrscheinlich. Wenn das so ist. Jetzt abgehen. Tuna-Zauber. Habe ich noch nicht eingesetzt, soweit ich weiß. Also schauen wir mal, wie es ausschaut. Ich bin Garau Smogmog, Retter der Umwelt. Mohahaha. Ich habe einen Bart, der ist größer als dein Haus. Ja, protz mich mal an, Kollege. Mach nur. Ist mir egal, wenn dein Angriff und deine Verteidigung steigt, denn ich habe eine Spezialverteidigung. Kate war schon mal besser, aber ich glaube, mein Team hat auch nicht so ein Problem mit Kampf-Pokémon. Weil ich sehr echt gute Spezialangriffe habe. Inteleon erreicht Level 56. Überreste. Oh. Ja, hau raus, mach mal. Bleibe standhaft, sie geben gemeinsam unser Bestes. Mach mal. Dynamax Machomai. Das überlebt. Dynamax, also Feuerschlag wahrscheinlich. Boah, jetzt machen wir ja fast gar nichts, oder? Sonnenlicht ist stärker. Naja, dann, wenn das so ist, ne? Machen wir nochmal den Zauber. Okay, zweiter Kampf erleichtert. Aber wir hatten noch Galas machen. Muss man zugeben. Jetzt wird dann 56, alle auf 56, sehr schön. Ladungsstoß. Das ist das Problem zu erkennen. Ne, glaube ich nicht. Xayda wurde besiegt. Unfassbar, wie stark du bist. Und mein Haar hätte ich barfuß, wie ich bin, die Flucht ergriffen. Krass, ja. Und Tubex macht den Sack zu. Xayda ist besiegt. Danke für diesen Kampf. Dass ich verloren habe, ärgert mich natürlich, aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen, gegen dich zu kämpfen. Macht einfach Spaß. So gesehen war das für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Wege noch unzählige Kämpfe bestreiten. Mögen sie dein Herz weiter stehlen. Wir verabschieden uns erneut für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. Ging Roy natürlich. War doch klar. Oh, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurz Prozess gemacht. Hey, nicht schubsen, Mary. Oh, Hubex, tut mir leid.
Na, meine Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness dich als. Ness dich als Revanche besiegt, aber was macht mein großer Herr Bruder? Er fliegt schon im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt. Da bin ich. Hier bin ich mir ganz sicher. Das ist schon klar, aber ich habe genau gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich dich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Hubex, schnapp dir den Titel, ich feuer dich auch an. Sorry, das war hier gerade mit unseren eigenen Drama und komplett ans Ohr geblaut haben. Wer sagt das? Na egal. Das ist sicher das Letzte, was du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Weil wartet schon draußen auf Platz auf dich zeigen, was eine Hacke ist. Roy und Delio nächstes Mal? Da sage ich ja. Gut, dann. Kürzere Folge, sorry, aber es ist das Story-Finale, oder zumindest wir werden Champion nächstes Mal hoffentlich. Also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und spielt schon brav weiter.